Am Samstagabend stehen Sie wieder im Mittelpunkt. Privatdetektiv Wilsberg, Anwältin Alex und auch die beiden Kommissare der erfolgreichen ZDF-Krimireihe Wilsberg. Wir dürfen einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen Folge werfen. Die Schauspieler werden für die einzelnen Szenen von den Maskenbildnern geschminkt. Ina Paule Klink, die in Wilsberg eine Anwältin spielt, im Scheinwerferlicht. Hallo, liebe ZDF-Zuschauer. Wir sind hier beim Wilsberg-Set. Ich bin Ina Paule Klink, die Rolle Alex. Eigentlich. Das ist mein neues Büro in meiner neuen Firma, in der ich jetzt anfange. Ina Paule Klink alias Alex auf dem Weg zu ihrem Patenonkel Georg Wilsberg. Er ist Antiquar und Privatdetektiv und verrät uns am Set, warum die aktuelle Folge minus 196 Grad heißt. Minus 196 Grad, das ist die Temperatur, bei der so befruchtete Eizellen von Frauen eingefroren werden, um die dann später einzupflanzen. Und darum geht's auch. Also es geht um Verwechslungen und eigenartige Zwillingsvorkommen in Münster, die durch irgendeine Klinik zustande gekommen sind. Und Wilsberg ist so ein bisschen auf der Spur. Und nicht nur Detektiv Wilsberg, sondern auch Alex ist am Fall ganz nah dran. Bei minus 196 Grad. Für uns eine absolut tödliche Temperatur. Tödlich. Darum geht es natürlich auch, klar. Bei einem Krimi wie Wilsberg dürfen Tote natürlich nicht fehlen. Kommissar Overbeck ermittelt. Zurück zu den Dreharbeiten. Schauspieler Matthias Herrmann hier links im Bild hat eine Gastrolle. Er spielt einen Anwalt und hat eine Kanzlei. Ich habe jetzt gleich ein Vorstellungsgespräch bei dir. So, wenn du jetzt der Chef bist, dann kannst du mir sicherlich auch sagen, worauf man alles achten muss, damit man den Job kriegt. Naja, auf das Outfit natürlich, aber ich sehe, das ist ganz gelungen. Denke an MeToo. Und natürlich aufs Köpfchen, das ist ja klar. Alles nur um die Intelligenz, ne? Immer die Intelligenz. Und sonst, fällt dir noch sonst noch was ein, was wichtig wäre, damit ich auch wirklich, wirklich, wirklich bei dir anfangen kann in der Firma? Ja, das weiß ich nicht. Locker, natürlich, direkt. Habe ich alles drauf. Geht schon, super. Danke dir. Klar hat Ina Paule Klink alias Alex das drauf. Und das wird sie gleich unter Beweis stellen. Und so sieht die Szene nachher im Film aus. Ist das Ihr Geburtsname? Richtig. Schickes Kostüm übrigens. Danke. Eine Frau mit Köpfchen und Stil. Die können wir hier gut gebrauchen. Schön. Apropos Stil, hier hat Ina Paule Klink auch am Set ganz klar den besten Modegeschmack. So. Und bevor Sie fragen, einmal runterschauen. Das ist der neue Juristenstyle. Sowas zieht man heutzutage in einem Büro, in einer Kanzlei an. Das ist natürlich klar, dass wir hier ganz, ganz weit vorne sind bei Wilsberg. Dass ich den neuesten Schrei anhaben werde, das ist immer klar. Nein, aber es ist halt einfach sehr gemütlich. Gemütlich machte sich Ina Paule Klink alias Alex auch in ihrem neuen Büro. Sie hat die Stelle als Anwältin bekommen. Am Set großes Gewusel und in der nächsten Szene kommt Alex' erste Klientin, eine junge Dame, die dringend Hilfe benötigt. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Interessanterweise trifft sich diese auch mit Kommissar Overbeck, was bei jedem große Verwunderung auslöst. Overbeck, Wilsberg. Ist sie ihre Privatangelegenheit von heute Morgen? Eine Freundin. Verwirrungen, Tote, künstliche Befruchtungen, aber auch eine Menge Humor. Spannende Unterhaltung im ZDF. Also, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schalten Sie ein, 20:15 Uhr, Samstag.